Ist die Kinderbetreuung durch ein Au-pair für euch als Familie eigentlich das Richtige? Ein paar Tipps, wie ihr das entscheiden könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Hi, willkommen zurück bei Au-pair World. Es ist wichtig, dass ihr euch bewusst für ein Au-pair entscheidet. Denn ein Au-pair-Aufenthalt setzt ein riesiges Vertrauensverhältnis vor. Ihr bekommt einen jungen Menschen aus einem fremden Land, aus einer fremden Kultur anvertraut, dem ihr wiederum eure eigenen Kinder anvertrauen müsst. Dabei spielt ein gegenseitiger Respekt, ein gegenseitiges Aufeinanderachten und eine gute Kommunikation eine wirklich sehr, sehr große Rolle. Beachtet aber bitte, Au-pairs sind keine Nannies oder keine Betreuer, keine Tagesmutter, keine Putzfrau. Ein Au-pair ist wirklich ein Familienmitglied auf Zeit, quasi wie ein weiteres großes Kind, eine große Schwester oder ein großer Bruder für die Kinder. Ein Au-pair nimmt ebenso am gesamten Familienleben teil und übernimmt leichte Hausarbeiten, wie zum Beispiel mal den Müll rausbringen und die Spülmaschine ausräumen, ist aber nicht dafür da, die Fenster zu putzen. Auch für die Kinder übernimmt es, wie schon vorher erwähnt, quasi die Rolle der großen Schwester oder des großen Bruders und ist damit eine weitere zusätzliche Bezugsperson für die eigenen Kinder. Ebenso wie ihr als Gastfamilie gibt das Au-pair natürlich Einblicke in die eigene Kultur, in die Sitten des Landes, vielleicht auch das Essen oder so Techniken, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Bevor ihr euch also entscheidet, ein Au-pair aufzunehmen, solltet ihr euch folgende Fragen stellen. Braucht ihr Entlastung bei der Kinderbetreuung? Seid ihr bereit, ein Au-pair als weiteres Familienmitglied bei euch zu Hause in der Familie aufzunehmen und ihm die Kultur des Landes zu zeigen? Könnt ihr eurem zukünftigen Au-pair ein eigenes Zimmer mit Möbeln zur Verfügung stellen? Außerdem könnt ihr die Kosten für Taschengeld, Verpflegung und Versicherung decken. Wenn ihr all diese Fragen mit Ja beantworten konntet, dann ist ein Au-pair womöglich das Richtige für euch. Der nächste Schritt wäre, dass ihr euch erstmal ein kostenloses Profil bei auPairWorld.com anlegt und schaut, welche Au-pairs für euch überhaupt in Frage kommen würden. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem abonniert gerne unseren Kanal, um mehr Tipps nicht zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!